This is how the foolish justify the evil they have done. It takes a fool to say there is no God. Psalm 14, verse 1. The fool has said, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Juggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute habe ich mich hier eingefunden auf einem Freitagabend, kurz vorm Sabbat, weil die Sonne scheint noch. Der 2. Juni ist heute, um den nächsten Teil zu lesen aus dem Buch Ökumene und Weltregierung von Kobialka. In dem Kapitel 5, das heißt Hinter den Kulissen, und fängt an mit der Frage, ist der Weltkirchenrat am Ende? Nur bevor ich da jetzt drauf eingehe, will ich mal eben sagen, ich muss zwischendurch mal immer kurz mein Backup-Audio checken, ob das auch aufnimmt tatsächlich, so wie es jetzt so anscheinend tut. Weil das letzte Video, das ich aufgenommen hatte, schon fast eine Woche her, leider viel zu viel Pause genommen, war der Schwur der Jesuiten, der zweite Teil. Ich glaube, das war am letzten Sonntag. Und da ist etwas passiert, was mir noch nie vorher passiert ist. Die Kamera, die Desktop-Kamera, die Bilder hier aufnimmt, hat zwar weiter aufgenommen, aber der Sound war weg, das Audio war weg. Und dieser Backup-Audio hier von meinem WavePad-Audio-Monitor, den ihr hier unten laufen seht, der war auch weg. Das heißt, die Audioaufnahme ist auch nicht mehr gegangen. Und das ist noch nie vorher passiert, deswegen werde ich das Bild öfter mal einblenden, um zu sehen, ob das auch noch läuft. Nicht, dass ich hier in die Luft spreche, da habe ich auch keine Lust zu. Also, in der nächsten Lesung in dem Buch von Kobialka, Ökumene und Weltregierung, sind wir jetzt im 5. Kapitel auf Seite 77 angekommen, für diejenigen, die im eigenen Buch gerne mitlesen möchten. Ist der Weltkirchenrat am Ende? Ja, Weltkirchenrat, warte mal, da habe ich, da muss ich hier erstmal meine E-Mail zumachen, da habe ich doch ein Bild von gefunden, World Council of Churches. Siehste, da ist es. Weltkirchenrat. Ökumene. Der Weltkirchenrat ist ein Rat, in dem die römisch-katholische Kirche selber nicht in vertreten ist. Ja? Also, lesen wir mal. Die Weltkirchenratstheologie sei schwerer Ketzerei verfallen, meint als Fazit ein Artikel aus Reader's Digest, das Beste. Verfasst John Joseph A. Harris unter der Überschrift »Wohin steuert der Weltkirchenrat?« Also, er sei schwerer Ketzerei verfallen. Okay, der Autor berichtet über den Unmut vieler Delegierter bei der letzten Vollversammlung des Weltkirchenrates an der australischen Stadt Canberra. Ob der animistischen und spiritistischen Einflüsse sowie des Eindringens der New Age-Mystik in das Christentum. Einen der Hauptgründe dafür, dass der Weltkirchenrat in einen weltlichen Ökumenismus abgedriftet sei, sieht Reader's Digest darin, dass die riesige ÖRK-Organisation, also Ökumenischer Rat der Kirche-Organisation, zur Zielscheibe der Manipulationen eindeutig unchristlicher Kräfte geworden sei. Nur so seien Unregelmäßigkeiten bis zum Missbrauch der Spezialfonds zur Bekämpfung des Rassismus zu erklären. Der Beitrag, in dem sowohl die Wurzeln als auch die Auswirkungen einer Vereinigung von Religion und revolutionärer Politik, welche im Grunde marxistisch ist, nach Ernest W. Lefebvre, Gründungspräsident des Zentrums für Ethik und Politik in Washington, freigelegt werden, ist für den Kirchenrat niederschmetternd. Also der Beitrag, in dem sowohl die Wurzeln als auch die Auswirkungen einer Vereinigung von Religion und revolutionärer Politik, welche im Grunde marxistisch ist, freigelegt werden, ist für den Weltkirchenrat niederschmetternd. Der anglikanische Archidiakon von New York,
George Austen bringt es auf den Punkt. Zitat: Vielleicht sagt der göttliche Geist den Kirchen, dass der Weltkirchenrat sein Ziel, seinen Zweck verfehlt hat und sterben muss. Ende Zitat. Zitiert nach Das Beste aus Reader's Digest, Februar 1993. Wohin steuert der Weltkirchenrat? Und wir haben ja auch noch den ÖRK, über den wir gerade eben gesprochen haben. Den Ökumenischen Rat der Kirchen. Und das nächste Unterkapitel heißt auf Seite 78, die Politik des Ökumenischen Rates der Kirchen wird noch härter. In dem blutigen Befreiungskampf in Afrika hatten Zehntausende ihr Leben verloren. Die Freiheitskämpfer waren vom ÖRK moralisch und finanziell mit vielen Millionen Dollar unterstützt worden. Verantwortlich dafür war das ÖRK-Programm zur Bekämpfung des Rassismus mit seinem Sonderfonds, der den Guerillakämpfern die Gelder ohne Kontrolle und ohne Nachweis für die Verwendung gespendet hatte. So wird übrigens mit euren Spendengeldern umgegangen, wenn ihr irgendwelchen Organisationen, die eben hauptsächlich von der römisch-katholischen Kirche kommen, euer Geld gebt. Ja? Das verschwindet alles dahin, wo ihr es eigentlich gar nicht hinhaben wollt. Erstens mal, um die Organisation selbst zu bezahlen und die dicken Gehälter der Vorsitzenden und so weiter und so weiter. Und zweitens verschwindet das Geld, um irgendwelche Guerillakämpfer oder sonstige Sonderfonds zu finanzieren, von denen der normale Mensch, der sein Geld spendet, keine Ahnung hat. Eben weil die Gelder ohne Kontrolle und ohne Nachweis für die Verwendung gespendet wurden. Es gibt auch viel Missbrauch in Regierungen, wo Regierungsgelder einfach so verschwinden. Gutes Beispiel: Donald Rumsfeld, der nach 9/11 2300 Milliarden, ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen sagt, Trillions ist es im Englischen, nicht mehr finden konnte. Ja, und die Papiere dazu, ja, die waren zufällig in dem kleinen Stück des Pentagon, in das so gesagt ein Flugzeug geflogen ist am 11. September. Ja, ja, das glaubt wird selig. Aber wir machen lieber in diesem Buch hier eben weiter. Ne? Ökumene und Weltregierung. Der Ökumenische Rat der Kirchen musste sich eine Welle des Protestes von seinen Mitgliedskirchen gefallen lassen. Hat er daraus gelernt? Ist das Programm zur gewaltsamen Bekämpfung des Rassismus abgeschafft worden? Ha, das Gegenteil ist der Fall. Aufschlussreich ist hier das Buch des ersten Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen, also ACK, in Deutschland, Bischof Held, mit dem Titel Partner der Ökumene, aus Bielefeld 1993. Ein Zitat: Das Jahr der EKD, also der Evangelischen Kirche Deutschlands, das Jahr der EKD zur Sache des Programms zur Bekämpfung des Rassismus, das so oft ausgesprochen worden ist, müsste strahlender und heller klingen als die Sorgen, Bedenken und Anfragen, die sie ihm gegenüber auf dem Herzen hat. Ende Zitat von Held aus dem oben angeführten Buch, Seite 76. Hat man wenigstens die Morde der Guerillakämpfer bedauert und den umstrittenen Sonderfonds aufgehoben? Zitat aus demselben Buch von Bischof Held. Der Zentralausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen hatte auf seiner Jahrestagung im August 1980 in Genf über die Fortführung des Programms zur Bekämpfung des Rassismus zu beschließen, das 1969 ins Leben gerufen worden war und dessen Sonderfonds unter anderem auch in der Evangelischen Kirche in Deutschland zu lebhaften Kontroversen und zu energischer Kritik geführt hatte. Die jetzt vom Zentralausschuss getroffene Entscheidung erbrachte eine volle Bestätigung, ja noch mehr, eine Verstärkung und Ausweitung des Programms unter Beibehaltung des bei uns umstrittenen Sonderfonds bei unveränderten Kriterien für seine Vergabepraxis. Ende Zitat aus dem Buch von Bischof Held von Seite 73. Bei unveränderten Kriterien für seine Vergabepraxis, wo wir gerade vorher schon mal gelesen hatten, dass die Gelder ohne Kontrolle und Nachweis für die Verwendung gespendet und ausgegeben worden. Also, wir machen weiter wie bisher und geben das Geld dahin, wo wir es haben wollen. Glaube und Gewalt heißt das nächste Unterkapitel hier. Fissert Hoft, der erste Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen,
Zitat, erinnerte daran, dass seine Generation schon 1920 wusste, dass die Frage der Rassenbeziehungen das wichtigste Thema auf der Tagesordnung sei. Ebenfalls von Held auf Seite 74 in seinem Buch. In welchem Spannungsverhältnis befinden sich der christlichen Glaube und das Engagement der ÖRK in der Rassenfrage? Ja, also, das ist ein Druckfehler, ja. In welchem Spannungsverhältnis befinden sich der christliche Glaube und das Engagement des ÖRK in der Rassenfrage? Das ist die nächste Frage, die hier gestellt wird. Und wieder von Bischof Held aus seinem Buch von Seite 74 kommt das folgende Zitat. Die Worte Fissert-Hofts machen deutlich, dass die Anstrengungen zur Überwindung rassistischer Diskriminierung keine ökumene fremde Verpflichtung sind, vielmehr von Anfang an dazugehört haben. Dass die tatkräftige und wirksame Solidarität mit den Armen und Unterdrückten nur um den Preis der Verleumdung des christlichen Glaubens unterlassen werden kann und dass alle an der ökumenischen Bewegung Beteiligten sich immer aufs Neue die kritische Rückfrage nach ihrer Treue zum Evangelium von Christus stellen lassen müssen. Ende Zitat. Schließt diese Solidarität nicht auch Politik und Gewaltanwendung mit ein, wie weiter unten bereits geschildert? Hat Christus mit seinen Worten, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen, nicht die Abkehr von Gewalt und Politik gewollt? Held sagt dazu auf Seite 78 in seinem Buch, Rassismus ist kein biologisches, sondern ein politisches Problem. Ist aber der Rassismus auch ein politisches Problem, so wird man ihn nicht wirksam auf unpolitische Weise bekämpfen und überwinden können. Ende Zitat. Nun, bedeutet das Gewaltanwendung und Blutvergießen? Auch hierzu lesen wir, was Bischof Held auf Seite 78 seines Buchs zu sagen hat. Im Blick auf das kritische Problem der Gewaltanwendung weist er, also der Zentralausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen, darauf hin, dass Gewalt vielfach der Aufrechterhaltung des Status quo inhärent, also innewohnend ist. Er richtet nicht die Opfer des Rassismus, die sich zur Gewaltanwendung als letzten Ausweg gezwungen sehen. Wohl aber kann die Kirche mit den Worten der EKD-Synode von 1971, Zitat, im Dienst an notleidenden und unterdrückten Menschen auch mit politischen Bewegungen zusammenarbeiten, darf sich aber nicht vollständig mit ihnen identifizieren oder zu ihrem Vorspann missbrauchen lassen. Ende Zitat. Wie gesagt, aus dem Buch von Bischof Held. Von Seite 78 in diesem Fall. Was erwartet Held, Bischof der Evangelischen Kirche von Deutschland und erster Vorsitzender der ACK in Deutschland, von den christlichen Kirchen in der Zukunft? Auf Seite 79 beantwortet er diese Frage. Zitat, der Streit um den Sonderfonds sollte beendet, auf jeden Fall aber niedriger gehängt werden. Ende Zitat. Niedriger hängen, ja? Also nicht an die große Glocke hängen. Und den Sonderfonds, da sollten wir nicht drüber streiten, aber wir sollten da nicht zu laut drüber sprechen, sonst werden die Leute vielleicht noch wach, was wir mit den ganzen Geldern tun. Bischof Held überschreibt dieses Kapitel seines Buches mit unbequeme Bilanz. Seine Erwartung liegt darin, dass sich alle Christen seiner Auffassung anschließen, auch wenn es unbequem ist. Mit anderen Worten, Kompromiss. Die Überbetonung des sozialen Evangeliums gegenüber dem realen Evangelium ist unverkennbar. Damit ist der Weg in die Zukunft klar gekennzeichnet. Und der Weg in die Zukunft ist ganz klar Kompromiss. Seine Erwartung vom Bischof Held aus von der Evangelischen Kirche Deutschlands hat die Erwartung, dass sich alle, und ich mache das mal zwischen Anführungszeichen, Christen seiner Auffassung anschließen, auch wenn es unbequem ist. Also lasst uns darüber reden, was wir gemeinsam haben, was uns miteinander verbindet und nicht das, was uns trennt. Ja? Damit ist der Weg in die Zukunft klar gekennzeichnet. Ja, Kompromiss. Aber wie wir weiterlesen, auf Seite 80 sagt es hier, der Kampf geht weiter.
Ein Blick in den Finanzbericht des Ökumenischen Rates der Kirchen in Genf vom Bilanzjahr 1993 zeigt, dass das Programm zur Bekämpfung des Rassismus, PBR, jetzt gar noch verstärkt werden soll. Von der Gesamtsumme von 34.231.664 Schweizer Franken haben die europäischen Kirchen 27.728.352 Schweizer Franken aufgebracht, also 27,7 von 34,2 Millionen. Allen voran die Evangelische Kirche Deutschlands mit 3,7 Millionen Schweizer Franken. Ich kürze die Beträge jetzt hier ab. Gefolgt vom Evangelischen Missionswerk in Deutschland, das in der ACK in Deutschland nur den Beobachterstatus innehat, also weder Gastmitglied noch Vollmitglied ist, mit der Summe von 3,145 Millionen Schweizer Franken. Wie viel davon zum umstrittenen Sonderfonds gehört, weist der Bericht nicht aus. Und der Sonderfonds ist ja da, wo eben das Geld ohne Kontrolle und Nachweis für die Verwendung ausgegeben wurde. Nach dem Motto, gebt uns mal das Geld und wir machen damit, was wir für richtig halten. Ne? Ich finde dieses Bild Friede, Freude, Eierkuchen und der Titel finde ich ganz lustig. Der Widerstand gegen das soziale Evangelium und die politische Theologie hat die evangelische Kirche in Deutschland in zwei Lager gespalten. Die Bekenntnisbewegungen als Glaubenskirche und die EKD als Amtskirche. Mit seinem Buch Partner der Ökumene lässt Bischof Held die Aussicht nicht zu, dass sich die Spaltung überwinden lässt. Es ist eher eine Verhärtung der Fronten zu erwarten. Dieser Spaltpilz der Polarisation oder, wie es die Berliner Ökumene-Erklärung ausdrückte, der ansteckende Irrgeist als eine Geistesmacht, hat auch die kleineren Kirchen und Gemeinschaften erfasst. Die Abkehr von der Bibel und die Hinwendung zur ACK hat Spaltungen und Parteiungen verursacht, wo sich immer mehr Verhärtungen der Fronten abzeichnet und die Zukunft düster gestaltet, so dass die Wiederkunft Christi wirklich die einzige Hoffnung bleibt. Ein ziemlich wichtiger Satz, den man gut verstehen sollte. Die Abkehr von der Bibel und die Hinwendung zur ACK, also Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen Deutschlands. Das heißt, man wendet sich von der Bibel ab und hält sich lieber an die Statuten und Ideen, die der ACK oder die ACK, die Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen Deutschlands, vorbringt. Die hat Spaltungen und Parteiungen verursacht. Ja, natürlich, weil wenn man sich von der Wahrheit der Bibel, dem Wort Gottes, verabschiedet, dann führt das immer zu Spaltungen und Parteiungen. Ja, das sollten wir langsam mal wirklich begreifen. Das ist ja kein unwichtiger Faktor. In Amerika haben in einer als historisch bezeichneten Erklärung die Evangelikalen und die Katholiken am 29. März 1994 in New York unterschrieben, dass sie in der Verbundenheit des Glaubens eine gemeinsame Mission im nächsten Jahrtausend beginnen werden. Okay, das haben sie 1994 unterschrieben, Evangelikale und Katholike. 1999, aber das wisst ihr ja, was da die lutheranische Kirche unterschrieben hat, die gemeinsame Erklärung der Glaubensfrage. Habe ich ja schon mal verschiedene Videos drüber gemacht. Ökumenismus. In Deutschland wird nach Aussagen von Dr. H.A. Rehm, päpstlicher Rat zur Förderung der Einheit der Christen in Rom, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen als, Zitat, Mitarbeiterstab des Papstes, Ende Zitat, angesehen. Habt ihr das gut verstanden? In Deutschland wird nach Aussagen von Dr. Rehm, der päpstliche Rat zur Förderung der Einheit der Christen in Rom, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen als Mitarbeiterstab, also der ACK, als Mitarbeiterstab des Papstes angesehen. So, da wir ja wissen, dass die römisch-katholische Kirche keine christliche Kirche ist, aber
Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland wird als Mitarbeiterstab des Papstes angesehen, veröffentlichte Materialdienst der Ökumenischen Zentrale 1993, Römisch 3, Nummer 13a, Seite 45, kann man ja sehen, wie die römische Kirche eben diejenige ist, die diese ganze Ökumene überhaupt einleitet und eben auch führt, von außen hin. Ja? Und der Dr. Rahm, der ein päpstlicher Rat zur Förderung der Einheiten der Christen ist, und dieser päpstliche Rat zur Förderung der Einheiten der Christen sitzt in Rom, dieser Dr. Rahm sagt, dass die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen ACK als Mitarbeiterstab des Papstes angesehen wird. In dieser Institution ist die katholische Kirche Vollmitglied, im Gegensatz zur ÖRK, wo sie nur Gast ist. In einigen Bundesländern sind katholische Geistliche Vorsitzende der ACK. Man erwartet von den Adventisten als Gastmitgliedern, dass sie mit ihrer biblisch begründeten Kritik am Papsttum zurückhalten, sie schließlich ganz aufgeben, was schließlich ausgedrückt wurde. Das sehen wir später noch im Anhang B. Ja, das werden wir noch sehen. In Brasilien wird in einer offenen Kampagne gegen die Gemeinschaft der Adventisten erwartet. Es wird erwartet, dass sie den Sonntag heiligen und an die Unsterblichkeit der Seele glauben, wie ein Flugblatt in den Staaten von Santa Catarina in Brasilien zeigt, das von katholischen Priestern und Bischöfen verteilt wird. Ähnliche Forderungen werden auch in Polen gestellt, wie mir bei einer Vortragsreise 1994 in allen Einzelheiten berichtet wurde. Jetzt schauen wir mal eben in die Vereinigten Staaten von Amerika. Und da geht das Buch dann gleich weiter. Amerika und die Ökumene. In der Offenbarung Jesu Christi, dem letzten Buch des Neuen Testaments, in der er, Zitat, seinen Knechten zeigen will, was in Kürze geschehen soll, wie wir in Offenbarung im Kapitel 1 und Vers 1 lesen können, wird Amerika und die Ökumene geschildert, wie wir in Offenbarung 13 lesen können. Wann wird Amerika von der neuen Weltordnung integriert und zur Weltdiktatur benutzt werden? Jetzt wollen wir mal hören, was Herr Kobialka dazu zu sagen hat. In den USA liegen die Wurzeln der Ökumene. Von hier aus wird sie auch die Macht zur letzten politischen Aktivität erhalten. Wenn Amerikas Wirtschaft zusammenbricht, ist der Weg frei zur letzten Erfüllung der Prophetien des Herrn Jesu Christi in Offenbarung 13, wo wir sprechen über das Zeichen des Tieres. Ja? Wirtschaftsfachleute in den USA rechnen damit, dass bis 1999 die Schuldenlast der Vereinigten Staaten höher als das Staatsvermögen sein wird und die gesamte Wirtschaft zusammenbrechen wird. Schon jetzt werden wöchentlich 20.000 Konkursverfahren angemeldet bei steigender Tendenz. Die Regierung selbst steht mit ihrer Schuld längst im Konkurs. Zitat: With over $4 trillion in the debt, the government is actually bankrupt. Mit über 4.000 Milliarden Dollar, also dem Autor fällt hier auch kein deutscher Betrag für die 4.000 Milliarden an, die ich vorhin brachte bei 9-11. Mit über 4.000 Milliarden Dollar Schulden steht die Regierung tatsächlich im Konkurs. Heute, 2017, hat die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika mehr als 26.000 Milliarden Dollar Schulden. Weit, weit mehr als das. Das ist noch eine ganz geringe Schätzung. Das ist der kleine Unterschied zwischen dem Buch, das hier 1994 erschienen ist, und der Realität, in der wir 2017 lesen. Und diese Aussage mit über 4.000 Milliarden Dollar Schulden der amerikanischen Regierung, das lesen wir nach G.E. Wright, Even at the Door, von Hagerstown in 1994 auf Seite 78 veröffentlicht. Die USA müssen Geld borgen, um die Zinsen für ihre Schulden zu bezahlen. Naja, wie das Geldsystem funktioniert, das muss ich euch ja nicht erklären. Wer das Geldsystem mal verstehen möchte, und zwar das Geldsystem mit den exponentiellen Schritten der Zinsen und Zinseszinsen, der sollte sich mal das Video vom Goldschmied Fabian anschauen, das auf dem Internet leicht zu finden ist.
Die Renten sind in Gefahr. Oh, hat er nicht Norbert Blüm damals gesagt in Deutschland? Die Rente ist sicher. Die Renten sind in Gefahr. Früher, 1935, kamen 143 Arbeitende für einen Rentner auf. Heute steht's 1:1. Bald wird die Zahl der Rentner verdoppelt, die Zahl der Arbeitenden aber um die Hälfte gesunken sein und ganz sicher, wenn immer mehr Roboter übernehmen. Dann bricht das Rentensystem zusammen. Die Reserven für die soziale Absicherung für 20 Jahre sind bereits ausgegeben worden, um die Zinsen für die Staatsschulden zu bezahlen. Die amerikanische Wirtschaft gleicht dem Cowboy aus dem Wilden Westen, der auf der Flucht vor Indianern ist. Er treibt sein Pferd an, bis es vor Erschöpfung tot zusammenbricht. Er weiß, dass er keine andere Wahl hat, denn sobald er Pause macht, holen ihn die Indianer ein und bringen ihn um. So schildert L. Burkett in dem Buch The Coming Economic Earthquake auf Seite 90 die wirtschaftliche Lage der USA. Zitat von Reed aus dem oben genannten Buch auf Seite 77. Schon im Jahre 1962 wurden in Amerika Notstandsgesetze verabschiedet, die dem Präsidenten die vollständige und endgültige diktatorische Verfügungsgewalt übertragen. Auch in Deutschland hatten die Notstandsgesetze von Adolf Hitler zum Diktator, gemacht und sein Land und die ganze Welt in den Krieg gestürzt. Welches Bild haben wir denn hier nochmal? Lassen wir das nochmal sehen. Im Falle erhöhter internationaler Spannungen oder wirtschaftlicher oder finanzieller Spannungen treten diese Verordnungen in Kraft. So, dann mache ich jetzt mal eben hier eine Pause und dann könnt ihr das nämlich auch gleich selbst mitlesen. So. Ja, ich habe natürlich die üblichen technischen Probleme, weil ich wieder mal keine Ahnung habe, wie ein Computer funktioniert, aber trotzdem, irgendwie habe ich es geschafft, das Ding hier jetzt groß einzublenden und wenn ich jetzt mein Buch wieder finde, das ich gerade irgendwo weggelegt habe, ach ja, das liegt im Scanner noch, dann kann ich auch weiter vorlesen, dann lese ich eben halt die paar Punkte hier vor. Im Falle erhöhter internationaler Spannungen oder wirtschaftlicher oder finanzieller Spannungen treten diese Verordnungen in Kraft und die kann man jetzt nachlesen. Also, Durchführungsverordnung 10.995, Übernahme sämtlicher Kommunikationsmedien, ja. 10.997, Übernahme der gesamten elektrischen Energie sowie aller Petroleum-, Gas-, Kraftstoff- und Mineralienvorräte. 10.998, Übernahme aller Nahrungsmittelbestände und Quellen sowie aller landwirtschaftlichen Betriebe. 10.999, Übernahme aller Transportmittel, Autobahnen und Seehäfen. 11.000, Mobilmachung von Zivilisten und Werktruppen unter staatlicher Überwachung. 11.001, Übernahme sämtlicher Gesundheits-, Wohlfahrts- und Bildungseinrichtungen. 11.002, der Postminister, ein Kabinettsmitglied, veranlasst die allgemeine Erfassung sämtlicher Personen. 11.003, Übernahme sämtlicher Flughäfen und Flugzeuge. 11.004, Übernahme der Wohnungs- und Finanzbehörden. 11.005, Übernahme sämtlicher Eisenbahnen, Binnenschifffahrtswege und öffentlicher Speicheranlagen. 11.051, Inkraftsetzen sämtlicher anderer Durchführungsverordnungen in Zeiten erhöhter internationaler Spannungen oder wirtschaftlicher oder finanzieller Krisen. Nach W. Keltenon, der Tag, an dem der Dollar stirbt, im Schondorf Verlag 1974 erschienen. So, da habt ihr das alles jetzt richtig schön mitlesen können, wie das funktioniert, wenn die Regierung etwas übernimmt. So. Und ich wollte jetzt hier eigentlich gerne mein Notepad öffnen, aber nicht den, sondern den Buffertext nenne ich das, wo ich so viele Dinge in bewahre. Das ist schon längst kein Buffer mehr, das ist schon längst eine meiner wichtigsten Bewahrungsquellen geworden. Und was wollte ich da jetzt suchen? State, glaube ich, oder sowas, kann sein. Also es war hier eine Sache, die ich letztens gehört hatte. Jetzt komme ich aber nicht mehr auf das richtige Wort, was ich da suchen müsste. Das ist schon schade. Das ist so ein Spruch über die Regierung.
im Englischen mal eben gucken, das muss ja irgendwo, muss das ja drin. Ich habe das hier drin bewahrt, aber mir fällt jetzt im Augenwort kein Stichwort mehr ein, nachdem ich das eben suchen könnte. Das fand ich aber ziemlich wichtig, um jetzt mal vorzulesen in diesem Teil, weil das ist, das passt hier unglaublich gut rein. Ja. Es ist eine Aussage von, ah ja, Jefferson, genau, guck, dann suche ich mal eben Jefferson. Ha. Dann werde ich das wohl finden. Okay, dann müssen wir mal nach oben gehen. Nee, das war noch, ach Mensch, noch mal. Also manchmal... Ist das wirklich blöde, wenn man sich die Sachen... Ah ja, hier ist die Aussage, die ich suchte. A government big enough to give you everything you want is strong enough to take everything you have. Mit anderen Worten, eine Regierung, die groß genug ist, dir alles zu geben, was du willst, ist auch stark genug, dir alles zu nehmen, was du hast. So, das ist die Aussage von Thomas Jefferson, nach der ich hier eben suchte. Und das trifft genau zu auf diese... Durchführungsverordnungen, die wir gerade eben vorgelesen haben. Übernahme sämtlicher Kommunikationsmedien, Übernahme der gesamten elektrischen Energie, Nahrungsmittelbestände, Transportmittel, Mobilmachung und so weiter und so weiter. Das kann der Staat sich alles erlauben, wenn der Staat es für notwendig achtet. Und warum? Weil der Staat der Kirche, der römisch-katholischen Kirche, untersteht. Ja? Wenn der Staat oder die Regierung so groß wird, dass sie dir im Grunde alles geben kann, was du willst, dann kann sie dir auch alles nehmen, was du hast. Und genau das tut sie, wenn sie es für richtig erachtet. Deswegen gibt es diese Durchführungsverordnung. Und ich kann euch eins sagen, wir lesen das hier aus den Vereinigten Staaten von Amerika, wo das eingeleitet wurde durch Roosevelt 1933. Und wer darüber mehr lesen will, ich glaube, das war der 9. März 1933, der sollte mal Eric John Phelps studieren. Der hat da viele Dinge drüber zu erzählen. Dem Eric John Phelps, so, jetzt kann ich das hier wieder sehen, der erklärt das, was da an dem Banking-Ding da passiert ist am 9. März 1933. Seitdem sind die Vereinigten Staaten von Amerika im Grunde unter Kriegsrecht. Ja, das wissen nur die meisten Leute nicht. Und in Deutschland ist das ja auch nicht viel anders. Da wisst ihr ja auch alle, dass irgendwo mit der BRD irgendwas nicht stimmt, ne? Und das ist im Grunde genau dasselbe. Aber lasst uns fortfahren in dem Buch jetzt eben. Die amerikanische Zeitung The Shopper Tuesday am 13. September 1994 bringt auf Seite 9 einen Artikel von William J. Murray. Hier berichtet er über einen Clinton-Plan, eine Krankenversicherungskarte auf Magnetstreifen für jeden US-Bürger herauszugeben, in dem Name, Wohnung, Familienmitglieder, Arbeitsstelle, Gehalt, Führerschein und Krankengeschichte eingetragen sind. Ohne diese Karte gibt es keine Behandlung und auch keine Anstellung. Irgendjemand schon mal gedacht, dass so etwas das Zeichen des Tieres sein kann? Die 666? Bis zum Jahre 2000 soll diese Karte als Mikrochip jedem Menschen zwischen Daumen und Zeigefinger implantiert werden. Ja, das hat nicht stattgefunden, das wird so auch nicht stattfinden, aber das sind halt immer diese Vorhersagen, die oftmals eben nicht eintreffen. Sie wird The Gatekeeper's Card genannt, Türhüter auf Deutsch. Murray weist darauf hin, dass im Satanskult in den USA bei den Satansmessen auf CD und Musikkassetten ein Lied im Umlauf ist, wo von einem Gatekeeper als der zweitmächtigsten Person nach Satan gesprochen wird. Schon 1912 hatte man in der evangelischen Kirche Deutschlands einen klaren Blick für die kommende Entwicklung bis hin zur Weltregierung, wie das Hessische Evangelische Sonntagsblatt Darmstadt am 18. Februar 1912, also noch vor dem Ersten Weltkrieg, zeigt. Gehen wir eben auf ein anderes Bild hier, dass wir uns nochmal das Bild des Umschlages des Buches anschauen, dass wir wissen, was wir lesen. Es folgt ein Zitat jetzt aus eben diesem evangelischen Sonntagsblatt von 1912. Hört gut zu. Zitat. Die Stunde hat geschlagen für die Hochfinanz,
öffentlich ihre Gesetze der Welt zu diktieren, wie sie es bisher im Verborgenen getan hat. Man sollte da wissen, das ist auch noch etwas über ein Jahr vor der Gründung der Federal Reserve Bank. Ja? Die Hochfinanz ist berufen, die Nachfolge der Kaiserreiche und Königtümer anzutreten. Und das mit einer viel größeren Autorität, da ihre Autorität sich nicht über ein Land, sondern über den ganzen Erdball erstrecken wird. Die Hochfinanz wird Herrin der über Krieg und Frieden werden. Wer ist die Hochfinanz? Etwa 300 Männer, von denen jeder jeden kennt, in den europäischen Staaten und in Nordamerika wohnend. Die sind es, welche die Völker ausbeuten und den Geldsack zum Herrn der Welt machen wollen. Das Tragische ist, dass sie sich auch der internationalen Arbeiterbewegung bemächtigt hat. Die Sozialdemokratie ist nur ihre Drahtpuppe. Mit ihr bricht sie die alten Wälle nieder, die Königsburgen und die ständische Gliederung in das Volksleben, um einen zusammenhanglosen Menschenbrei zu schaffen, in dem sie nach Belieben schalten und walten kann. Naja, einen zusammenhanglosen Menschenbrei schaffen, das ist ja nun wunderbar geglückt inzwischen in Europa mit dieser ganzen Flüchtlingssituation. Ne? Gehe ich doch mal von aus, wenn man sich daran erinnert. Diesen Schmelztiegel, den sie in Europa im Grunde veranstalten wollen die ganze Zeit. Dadurch, dass sie die Flüchtlinge bei uns reinkommen lassen, und im Grunde immer weiter ihre Agenda nach vorne treiben, wie das hier so schön 1912 geschrieben ist, einen zusammenhanglosen Menschenbrei zu schaffen. Na, das kann ich jetzt hier nicht groß genug, weil es schade, das kann man nicht lesen hier drin, das müsste ich im Video mal verarbeiten, da kann man das mal lesen. Ne? Aber diese ganze Flüchtlingssituation, mit der wir ständig konfrontiert werden in Europa und auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, so schafft man einen zusammenhanglosen Menschenbrei. Über diese 300 Männer, die hier in diesem Artikel von der Darmstädter aus Darmstadt vom Hessischen Evangelischen Sonntagsblatt geschrieben wird, 1912, über diese 300 Männer, da kann man sich streiten, ob das 300 sind oder mehr oder weniger. Im Endeffekt haben wir inzwischen durch unsere Studien gelernt, dass die ganze Finanzmacht in Händen der Jesuiten ist, durch die Kontrolle der Malteser Ritter und anderer Ritterorden, wo unter anderem die Rothschilds und solche Leute Mitglieder sind. Und das heißt, das ganze Geld ist in der Kontrolle des Vatikan, der römisch-katholischen Kirche, des Antichristen. Welche Leute er dafür einsetzt, das ist eigentlich weniger wichtig dabei. Nun, sobald die Wirtschaft der USA zusammenbricht, folgen alle anderen Staaten der Welt nach und erklären ihren Konkurs. Ein wenig so, möchte ich mal eben behaupten, wie sie das 1929 bereits geplant hatten. Erinnert ihr euch an die Weltwirtschaftskrise 1929? Und damals hatte man am Anfang des Jahres den Vertrag unterzeichnet, den Lateranenvertrag. Ja, hier sehen wir das einmal, das Bild, eine Unterzeichnung von Mussolini und dem Staatssekretär im Vatikan, die den Lateranenvertrag unterzeichnen, und da bekommt der Vatikan auf einmal seine temporäre Macht wieder. Die Wunde ist geheilt. Das war Anfang 1929. Damit einging eine Zahlung von 750 Millionen Lira oder umgerechnet 100 Millionen Dollar an den Vatikan, der das Geld dann wunderbar gebraucht hat Ende des Jahres, als die Wall Street dann gecrasht ist, die ganze amerikanische und soweit möglich sogar weltweite Wirtschaft für Pfennigbeträge aufzukaufen. Ja, so sieht das nämlich aus. So funktioniert das alles. Ja. Sobald die Weltwirtschaft der USA zusammenbricht, folgen alle anderen Staaten nach, weil die überkuppelnde Organisation des International Military Fund, also des International Monetary Funds, IMF, also des Internationalen Währungsfonds, die Weltbank, ist ja übergreifend, die amerikanische Federal Reserve, die europäische Zentralbank sind ja dieser World Bank unterstellt, stehen da ja drunter. Wenn eine untergeht, gehen alle unter. Oder alle die, die sie untergehen lassen wollen, da wo sie das Chaos haben wollen. Und Ordnung aus dem Chaos ist euch ja auch ein bekannter Spruch.
Ja? Sobald die Weltwirtschaft oder sobald die Wirtschaft der USA zusammenbricht, folgen alle anderen Staaten der Welt nach und erklären ihren Konkurs. Wie bei einem Reißverschluss, bei dem Glied an Glied zugezogen wird, zieht sich die Falle zu und die ganze Welt ist in der Hand der Weltbank. Dann beginnt die Weltregierung und die Weltreligion mit der neuen Weltwirtschaftsordnung des Papstes. Genau die Dinge, die ich alle besprochen habe in dem Buch Alle Wege führen nach Rom, das ich im Augenblick ja noch weiterhin auf meinem Kanal am Hochladen bin. Schaut euch das an. Verpasst diese Lesung nicht, die sind wichtig. Diese Entwicklung kann sehr rasch geschehen und plötzlich, wie über Nacht, beginnen. Wir können kaum mehr mit vielen Jahren bis dahin rechnen. Morgen schon könnte es soweit sein, schreibt Kobialka 1994. Nun, inzwischen sind 23 Jahre vergangen und es ist immer noch nicht so weit, aber die Gefahr wird deswegen nicht weniger. Schon seit langem wird die Forderung laut nach einer zentralen Macht, nach einer Persönlichkeit, die mit den Krisenherden auf unserer Welt ein Ende macht. Wir lesen von Cantillon auf Seite 162, Zitat, H.G. Wells brachte das Empfinden von Millionen zum Ausdruck, als er schrieb, es ist erforderlich, dass wir einen Führer finden, der in der Lage ist, dies zu steuern. Er muss mit einer Intelligenz ausgestattet sein, die das höchste menschliche Niveau übertrifft. Ende Zitat. Woher eine solche übermenschliche Intelligenz kommt, erkennt der Kenner der Prophetie Jesu in Offenbarung Kapitel 13. Vom Drachen. ACK und Ökumene. Fahren wir fort auf Seite 85. Die ACK ist ein Glied im Plan des Vatikans. Der Vatikan, die römisch-katholische Kirche, ist ja auch Mitglied in der ACK, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Es ist äußerst kurzsichtig, wenn man auch nur für eine begrenzte Zeit dazugehören will, selbst mit dem sogenannten minimalen Konsens der Verpflichtung zu gemeinsamen Zeugnis, wie weit man darin auch nach eigenem Willen gehen möchte. Denn es kann ja kein gemeinsames Zeugnis geben, wenn man diesen Kirchen Zeugnis ablegen soll, dass sie von Christus abgefallen sind, wie wir in Offenbarung 14, Verse 6 bis 14 lesen können. Wie sich die Zusammenarbeit zwischen dem Ökumenischen Rat der Kirchen und der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen auswirkt, zeigt folgende Entwicklung. Ein Zitat, das hier folgt, von Wuppertal 1987, Seite 67. Im Bereich der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen nehmen sich die Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften gegenseitig und kontinuierlich in ökumenische Pflicht. Gerade für die ACK ist unübersehbar, der Weltkirchenrat und die nationalen Kirchenräte bilden ein Netzwerk. Die Ziele des Ökumenischen Rates der Kirchen sind, wie wir bei Grafen auf Seite 58 lesen, erstens, die Kirchen aufzurufen zu dem Ziel der sichtbaren Einheit in einem Glauben und der einen eucharistischen Gemeinschaft, die ihren Ausdruck im Gottesdienst und im gemeinsamen Leben in Christus findet und auf diese Einheit zuzugehen, damit die Welt glaube. Zweitens, das gemeinsame Zeugnis der Kirchen an jedem Ort und überall zu erleichtern. Ende Zitat. Auf Seite 57 von Grafen lesen wir, über die Programmrichtlinien des ÖRK heißt es dort, ökumenische Arbeit auf nationaler, regionaler und weltweiter Ebene ist Teil ein und derselben Bewegung. Sie ergänzen sich gegenseitig. Die Beziehungen zwischen den Organisationen ist nicht linear. Vielmehr bilden diese Organisationen ein Netz. Ende Zitat. In dieser Sicht ist es nicht verkehrt, wenn Bischof Held als erster Vorsitzender der ACK in Deutschland sein Buch überschreibt Partner der Ökumene. Die ACK ist zwar nicht dieselbe Organisation wie der ÖRK, nicht international, sondern national, aber sie ist im vollsten Sinne des Wortes Partner der Ökumene. Sie hat dieselbe Präambel, sie hat dieselben Ziele, meist dieselben Mitglieder. Ja, in Bezug auf die katholische Kirche steht die ACK Rom noch viel näher als der ÖRK, denn sie ist nicht Vollmitglied im ÖRK,
aber sie ist Vollmitglied in der ACK, die ja von ihr als Mitarbeiterstab des Papstes bezeichnet wird, wie wir bereits vorher gelesen hatten. Ein Zitat von Michael DeSemlian. Alle Wege führen nach Rom. Das Buch, das ich im Augenblick auf meinem Kanal lese, folgt hier aus diesem Buch. Und zwar auf Seite 13. Im Buch ist referiert nach Seite 12, aber das ist verkehrt. Ich habe das angepasst, weil ich habe mir das Zitat natürlich im Buch selber rausgesucht. Das habe ich ja gelesen auf meinem Kanal. Aber was hat Michael DeSemlian in seinem Buch Alle Wege führen nach Rom zu dem gerade eben gesagten ACK und ÖRK Dilemma zu sagen? Zitat: Auch die Jesusmärsche, bei denen in Deutschland Evangelikale, Charismatiker, Pfingstler und Katholiken gemeinsam geistliche Kampfführung praktizieren und dämonenbindend die Herrschaft Jesu über Deutschland proklamieren wollen, werden dazu beitragen, biblische Grenzen zu verwischen. Schließlich ist da noch das Vatikanische Evangelisationsprogramm Evangelisation 2000 und AD 2000, die evangelikale Parallelorganisation des früheren Leiters Thomas Wang, wo Evangelikale, Charismatiker und Katholiken mit dem Papst für eine gemeinsame Evangelisierung Europas einstehen. Steht uns also eine weltweite Erweckung bevor oder ein weltweiter Abfall? In ein katholisch-evangelikales Gewand gehüllt? Michael DeSemlian aus Alle Wege führen nach Rom. Habt ihr die Lesung verpasst? Dann schaut euch das sicherlich an. Kobialka nimmt hier drauf Bezug. Und wir kommen auch langsam zum Ende des Buches. Wir haben nochmal ungefähr 20 Seiten zu lesen. Und es wird immer interessanter. Das Pseudo-Pfingsten hat in seiner dritten Welle, fährt der Autor fort, das Ziel, alle christlichen Kreise zu durchdringen und hat auch in den örtlichen Gemeinden und Gemeinschaft, der Gemeinschaft der Sieben-Tags-Adventisten schon Befürworter gefunden. Christus hatte diese geistliche Blindheit für die letzte Gemeinde Laodicea schon vorausgesagt. Er nennt aber auch das Heilmittel und die Rettung für alle Ehrlichen. Zitat aus Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich einkehren und das Mahl mit ihm halten. Ja, man kann es auch anders sagen. Ich sage es immer mit den Worten sola scriptura. Ich hatte da letztens auch mal eine Diskussion drüber mit Tom Fress während unserer sabbattäglichen Bibelstudie, dass ich sagte, die Leute sprechen immer von sola fide, sola gratia, sola Jesus, sola scriptura und sola glory, alle Herrlichkeit an den Gott. Diese ganzen verschiedenen solas. Das einzige sola, das ich brauche, ist sola scriptura. Wenn wir darüber einig sind, dass wir alle über dieselbe Bibel sprechen, in der einen Bibel stehen all die anderen Solas bereits drin. Hat ein bisschen gedauert, bis er verstanden hatte, was ich meinte, aber schließlich hat er mir zugestimmt. Ja, wir brauchen nur die Bibel. Und da die Bibel das Wort Gottes ist, trifft Offenbarung 3, Vers 20 hier natürlich 100% den Nagel auf den Kopf. Weil das Wort sagt hier, Jesus, das Wort, der Weg, die Wahrheit und das Leben sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich einkehren und das Mahl mit ihm halten. Was heißt denn, wer meine Stimme hört? Wer die Bibel liest und wer sich mit ihm auseinandersetzt, wer mit ihm spricht, wer eine persönliche Beziehung mit ihm hat. Und zu dem wird Jesus einkehren und mit ihm das Mahl halten. Jesus will Einheit, wie sie immer predigen. Ja, nur Jesus will Einheit in der Wahrheit, ohne Kompromisse. Und das ist eine Wahrheit, die der Ökumenismus, deswegen das Bild hier, dass der Ökumenismus nicht will. Der Ökumenismus kann nur überleben durch Kompromisse. Kompromisse, die man mit der Wahrheit eingehen muss. Nur in dem Augenblick, das müsst ihr euch mal überlegen, in dem Augenblick, wo die Wahrheit einen Kompromiss eingeht, ist sie nicht mehr die Wahrheit. Es ist alles entweder weiß oder es ist schwarz.
No 50 Shades of Grey. Keine 50 Schattierungen von Grau. Es ist weiß oder schwarz. Es ist absolut. Es ist ja oder nein. Es ist wahr oder es ist unwahr. Es ist Licht oder es ist Dunkelheit. So ist das. Ob euch das gefällt oder nicht. Und Jesus lehrt nichts anderes. Wer meine Stimme hört und die Tür auftut, wer mein Wort nimmt, und in der Bibel steht geschrieben, dein Wort ist Wahrheit, bei dem wird er einkehren und mit ihm das Mahl halten. Nehmt es an, das Wort. Öffnet ihm die Tür, wenn er klopft. Das Buch fährt fort. Die letzte Warnungsbotschaft in der Bibel. Die Berichte von der 7. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen vom 7. bis 20. Februar 1991 in Australien, siehe dem eingangs zitierten Beitrag aus Das Beste, also Reader's Digest, sprechen für sich selbst. Wieder ging es um das altbekannte Anliegen, dass sich alle Kirchen und Religionen weltweit vereinigen müssten, um die Völker zu einer politischen Weltordnung in Frieden und Gerechtigkeit für die ganze Menschheit anzuführen. Da geht es denen drum. So, ich nehme jetzt mal eben das Bild von dem Buch hier mit rein. Eine solche Zielsetzung kann natürlich nur durch Kompromisse und Abweichen vom biblischen Christentum erreicht werden, sagt Pastor Bruno Liske, heutiger Verbandsvorsteher der Gemeinschaft der Sieben-Tags-Adventisten in Süddeutschland. Da trifft er den Nagel auf den Kopf. Eine solche Zielsetzung, ja, also, alle Kirchen und Religionen müssen sich weltweit vereinigen, um die Völker zu einer politischen Weltordnung in Frieden und Gerechtigkeit für die ganze Menschheit anzuführen. Eine solche Zielsetzung kann natürlich nur durch Kompromisse und Abweichungen von der Bibel, vom biblischen Christentum erreicht werden, sagt Pastor Bruno Liske, heutiger Verbandsvorsteher der Gemeinschaft der STA in Süddeutschland. Da hat er recht. Er sagt das auf einer Ansprache im 6. Juli 1991 in Nürnberg. Und dann folgt hier noch eine Brunnenangabe, die unwichtig ist. Aber was sagt der Bruno Liske weiter in seiner Ansprache? Wollen wir hören, wie biblisch er mit seiner Aussage ist. Zitat: Wir glauben aber, dass die Gemeinschaft der STA von Gott ins Leben gerufen worden ist, um die Botschaft der drei Engel aus Offenbarung 14, 6-14 vor der Wiederkunft Christi allen Menschen zu verkündigen. Ja, die STA ist von Gott ins Leben gerufen worden, genauso wie die Reformatoren und die Reformation damals ins Leben gerufen wurden, um das Evangelium an die Menschen zu verkündigen, um damals den Menschen die Bibel zu geben, die sie im dunklen Zeitalter nicht hatten. Natürlich ist das die Hand von Gott, weil Gott ist schlussendlich unter Kontrolle. Dass auf der anderen Seite die STA-Kirche von Freimaurern gegründet war und von Anfang an den Jesuiten unterstand, ist eine andere Sache. Aber Gott benutzt eben auch die Feinde, um sein Ziel zu erreichen. Aber lesen wir weiter, was Bruno Liske hier zu sagen hat. Da nach den Aussagen der Heiligen Schrift die letzte in besonderer Weise eine Zeit des Abfalls von der Lehre Jesu ist, hat Gott eine Schar von Gläubigen herausgerufen, die an den Gelobten Gottes, die an den Geboten Gottes festhalten und den Glauben an Jesus bewahren. So verstehen wir uns als der sichtbare Ausdruck der Gemeinde der Übrigen aus Offenbarung 12, Vers 17 und als eine der endzeitlichen Sammlungsbewegungen, die alle Menschen zum ungeteilten Glauben an Jesus und zu uneingeschränktem Gehorsam seinen Geboten gegenüber aufruft. Von daher kann es für uns als Gemeinschaft nichts anderes geben, als Botschafter des ewigen Evangeliums zu sein. Gesprochen und geschrieben ist das Wort zu richten an die Völker dieser Erde. Gemeint sind hier in erster Linie die nicht-christlichen Völker, die den einzigen und wahren Weg der Erlösung durch Christus noch nicht kennen und angenommen haben. Zugleich ist es uns aber auch geboten, die Christenheit zu mahnen, falls sie sich vom Glauben an Jesus und von seinem Wort entfernt hat. Dass dies leider notwendig ist, sehen wir nicht nur in der Missachtung der Gebote, sondern auch im Verlassen der reformatorischen Prinzipien. Allein die Schrift und allein aus Gnaden. Da hatte ich ja gerade meinen eigenen Kommentar darüber gegeben. Der Dialog mit den Weltreligionen, fährt der Autor fort, wie er sich zum Beispiel in den erwähnten Gebetstreffen des Papstes in Assisi, eine Anmerkung des Verfassers hier, und das kann ich euch ja gerne mal sehen, der Papst hat sich
1986 in Assisi mit den Leitern oder mit den Führern der Weltreligion. Da war das am 27. Oktober 1986. Das Bild seht ihr hier. Papst Johannes Paul II. Hier in Weiß neben dem Würdenträger, wie man das wohl bezeichnen muss, der orthodoxen Kirche. Mal eben sehen, meine Aufnahme funktioniert noch. Ja, läuft noch weiter. Und natürlich hier auch Vertreter der orthodoxischen Kirche, wahrscheinlich hier ein protestantischer oder was weiß ich. Und hier sehen wir dann den Dalai Lama und alle möglichen Schamanen und Hinduisten und Buddhisten und was weiß ich nicht alles darum fleuchen und kreuchen. Ja? Also das war das internationale Meeting, was wir damals hatten, auf den der Verfasser sich hier eben beruft, den Dialog mit den Weltreligionen oder in Bestrebungen des Ökumenischen Rates der Kirchen zeigt, ist ein Zeichen eines erschreckenden Abfalls von der Wahrheit. Ja, weil Gott hat die ganze Zeit jedes Mal Israel verdammt, wenn sie das Heilige mit dem Unheiligen vermischt haben. Und wenn sich ein Heiliger, also jetzt nehmen wir mal eben an, der Papst hier, ist tatsächlich ein Heiliger der einzigen wahren Kirche Christus. Und er verbindet sich mit all diesen anderen Kirchen. Da tut er genau das, wovor Gott die ganze Zeit in der Bibel nicht nur warnt, sondern wofür die Israeliten Jahr um Jahr um Jahr wieder bestraft hat. Also kann er ja wohl nicht christlich sein, oder? Wenn er genau das tut, was Gott ein Gräuel ist. Deshalb müssen wir dieser Art und Weise von Glauben ein klares biblisches Nein entgegensetzen, sagt Bruno Liske hier. Den Dialog mit den Religionen müssen wir am biblischen Wort messen, zum Beispiel an den prophetischen Aussagen des Apostels Paulus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Verse 1 bis 2, wo geschrieben steht, Zitat, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner. Ende Zitat. Und im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 5, schreibt Paulus von Menschen, Zitat, die den Schein der Frömmigkeit haben, aber deren Kraft verleugnen. Solche Menschen meide. Ende Zitat. Auf dieser Linie, fährt Bruno Liske fort, liegen auch die Gründe für unsere Stellung zur Ökumene. Erstens, unser Missionsverständnis und Sendungsbewusstsein lässt eine Übereinstimmung der Ökumene nicht zu, da die gegenseitige Beziehung der Mitglieder untereinander es verbietet, Mission unter alle Nationen, Geschlechtern, Sprachen und Völkern zu treiben. Zweitens, Einheitsbestrebungen, die sich nicht ausschließlich am geoffenbarten Wort der Bibel orientieren, sondern auf Kosten der Wahrheit gehen und somit dem Sola Scriptura-Prinzip und der Reinheit des Evangeliums nicht entsprechen, können Adventisten nicht unterstützen. Und ich möchte hier hinzufügen, nicht nur Adventisten, bibelgläubige Christen, genauso. Wir können das nicht unterstützen. Wir würden Kompromisse eingehen. Hier sagt ein Sieben-Tages-Adventist 100% biblische Wahrheit. Da ist es mir wurscht, ob das ein Sieben-Tages-Adventist oder sonst einer ist. Wenn er die Wahrheit sagt, sagt er die Wahrheit. Als dritten Punkt holt der Bruno Liske hier an, aufgrund unseres prophetischen Verständnisses von Daniel 7 und Offenbarung 13 und 17 sehen wir im veränderten Protestantismus sowie der religiösen und politischen Macht des Papsttums die Erfüllung biblischer Weissagungen, die antichristliches Verhalten zum Inhalt haben. Den letzten Punkt, also Offenbarung 13, Vers 17 und im veränderten Protestantismus sowie religiösen politischen Macht des Papsttums. Diesen Punkt wollen wir nochmal aufgreifen. Wir hatten von einer neuen Weltordnung gesprochen. Ja, man muss nur begreifen, dass die neue Weltordnung nichts anderes ist, als die alte Weltordnung herstellt, auf dieses Mal nicht nur das westliche Europa, sondern die ganze Welt einbezogen. Wir hatten von einer neuen Weltordnung gesprochen, die das Ziel hat, weltweit Frieden und Sicherheit zu gewährleisten. Wir wissen ja, was die Bibel sagt, ne? Wir wissen auch, dass Offenbarung 13 vom Papsttum und von Amerika spricht. Von jenen beiden Mächten, die in der Endzeit eine besondere Rolle spielen und in der politischen und religiösen Entwicklung führend sein werden. Wie sehr der Papst in diese Richtung denkt,
zeigt ein Interview mit einem ehemaligen Jesuitenpater. Und das können wir auch sehen in Liske, sagt das auf Seite 42 bis 45 in seinem Buch und sie auch auf Seite 63 in diesem Buch. Ne? Also da geht es um Malachi Martin. Der Dialog mit den nichtchristlichen Religionen wird von Liske auch folgerichtig als Abfall von der Wahrheit bezeichnet. Das Papsttum möchte nun durch den Dialog auch die christlichen Kirchen in der ACK gewinnen, was ebenso Abfall ist. Im Dialog geschieht die gegenseitige Anerkennung und Gleichstellung der Gesprächspartner. Bruno Liske betonte nun, dass im Zitat im Anführungsstriche oben und unten veränderten Protestantismus und im Papsttum biblische Weissagungen sich gegenwärtig erfüllen. Der Dialog mit diesen Kirchen, die sich vom Glauben an Jesus und von seinem Wort entfernt haben, würde sie als nicht gefallene Kirchen anerkennen und aufwerten, was genau gegen die Botschaft der Prophetie ist. Wenn die Botschaft an die namenschristlichen Kirchen lautet, ihr habt euch von Christus entfernt, dann ist der Dialog eine Anerkennung dieser Kirchen und damit gleichzeitig Verrat der Botschaft. Darum müsste auch hier ein klares biblisches Nein gesagt werden. In der Bibel wird das Urteil Gottes über einen Propheten gezeigt, der sich mit einem falschen Propheten gleichstellte, den Dialog führte und seine Botschaft nicht bis zum Ende befolgte. Er erlitt dasselbe Schicksal wie die von Gott abgefallenen und von Gott verurteilten Menschen. Er wurde gerichtet. Die Einladung des falschen Propheten hatte ihn verführt. Zitat: Gehe mit mir, ich bin auch ein Prophet wie du. Er belog ihn aber. Das können wir nachlesen im ersten Buch der Könige, Kapitel 13. So geht es hier nicht um eine zeitweise Partnerschaft mit Kirchen, die nicht in der Wahrheit Christi stehen, sondern um den Abfall von Christus. Es geht grundsätzlich um Wahrheit oder Lüge, wo es keinen Kompromiss und kein Testen zum Probieren geben kann. Denn auch die zeitweise Zusammenarbeit, das gemeinsame Zeugnis mit den von Christus entfernten Kirchen, steht unter dem Gericht Gottes. Weg, Wahrheit und Leben ist Jesus Christus allein. Johannes Kapitel 14, Vers 6. Christus allein ist die echte Lösung der ÖRK und ACK-Versuchung auf dem Weg zu einer Weltregierung. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Jakobus Kapitel 4, Vers 4. Nicht die Weltregierung wird das Ende der Weltnot sein, sondern das Wiederkommen Christi in Macht und Herrlichkeit. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeden, wie seine Werke sein werden. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Amen. Ja, komm, Herr Jesu. Offenbarung, Kapitel 22, Verse 12 und 13. Hiermit endet die Lesung des Buches Ökumene und Weltregierung, aber nur, was die normalen Seiten des Buches angeht, mit dem, was wir gerade eben gelesen haben, fünften Kapitel. Ja? Auf Seite 91 werden wir nächstes Mal fortfahren im Anhang A und danach gibt es auch noch einen Anhang B. Und gerade in dem Anhang B finden wir die wichtigsten Seiten dieses ganzen Buches. Das Buch selber ist fertig, aber es werden noch ein oder zwei Lesungen folgen, um eben auch diesen Rest noch zu besprechen und euch davon zu unterrichten, was im Anhang A und Anhang B in dem Buch Ökumene und Weltregierung von Kobialka geschrieben steht. Ich hoffe, die Lesung hat euch gefallen, auch war sie ein bisschen länger als eine Stunde. Wie lange läuft das hier? Eine Stunde, vier Minuten, aber das geht ja noch. Ne? Etwas länger als eine Stunde und nächstes Mal lesen wir Anhang A und Anhang B in diesem Buch. Und werden dann zum Abschluss dieses Buches Ökumene und Weltregierung kommen. Und ihr seht, wie das alles zusammenhängt.
dieses Buch zusammen mit Alle Wege führen nach Rom, das ich im Augenblick auf meinem Kanal ja noch am Hochladen bin. Ich warte dann noch auf Bilder für die nächsten Videos, weil aufgenommen ist das schon längst, aber die Videos müssen noch produziert werden und Brett Norman hängt ein bisschen hinterher mit den Bildern. Aber das kriegen wir schon auf die Reihe. Ich habe ja inzwischen noch andere Sachen zu tun. Wie ihr gesehen habt, lese ich jetzt dieses Buch und ich wollte euch noch mal ganz kurz zum Abschluss ein Buch zeigen, das ich jetzt auch noch lesen werde. Ich habe es mir nämlich gekauft. Das ist ein Dreibänder. Ja, und warum macht er das hier nicht? Ja, danke. Computer arbeitet manchmal langsam. Das Buch heißt Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Das sind drei Bände. Wenn man es bekommen kann, gibt es sogar noch vielleicht einen vierten Band, aber den habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Band 2 habe ich mir inzwischen bestellt. Band 1 habe ich hier auf meinem Schreibtisch liegen. Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. Und dieser erste Band alleine hat 645 Seiten. Kleingedruckt. Und das sind drei Bände. Und das ist auch eine Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe, die ich wahrscheinlich auf meinem Kanal lesen werde. Eines meiner nächsten Projekte. Im Augenblick bin ich noch beschäftigt, ein anderes Buch zu lesen, das ich nach Alle Wege führen nach Rom auf meinem Kanal veröffentlichen werde. Also die Arbeit geht mir so schnell nicht aus. Ich wollte damit nur sagen, es gibt noch viele Dinge zu lesen. Und im Augenblick finde ich das Buch von Kurbjalka, Ökumene und Weltregierung, das wir hier am Lesen sind, sehr, sehr interessant. Und ihr seht, wie selbst nur ein Sieben-Tags-Adventist auf die Dinge mit einspielen kann, die man zum Beispiel von Michael Desemlian gelesen hat in Alle Wege führen nach Rom. So, jetzt habe ich eure Zeit genug beansprucht. Ich wünsche euch weiterhin noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wo auch immer ihr seid. Möge Gott euch behüten und schützen und begleiten auf all euren Wegen und segnen. Und bis zum nächsten Mal. Joggler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab und sagt auf die hamburgische Art und Weise neben Moin Moin zur Begrüßung Tschüss, bis zum nächsten Mal. We must start at the foot of the cross. For our souls in danger, we're at loss. And when we kneel in that awesome place, at that very moment, you'll feel God's grace. Friend, let me tell you, you need to know, there is heaven, also hell below. Christ died on that cross to set you free from your vile sins and hell's agony. You're God's enemy without the cross. Reject Christ, and to God you're dross. Prison of hell he will send, just Christ's work on the cross makes amends. God hates those who try to enter in, the gates of heaven still full of sin. Only his Son can take sin away, go to the foot of the cross this day. God has provided only one way to enter heaven's wondrous array. Accept what Jesus did for us all. He paid our debt, so hell won't befall. Go to the foot of the cross this day. His precious blood washes sin away. We each need to think more of his cross. Without our Savior, we're total loss.